Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars Battlefront Gamescom Video. Heute ist Donnerstag, der letzte Tag der Presse. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mal bei EA vorbei und hole mal Fastpass ab. Wir machen heute eine kleine Challenge. Ja? Wir haben ja ganz viele Leute, die Star Wars Battlefront 2 zocken wollen. Und wir haben hier Fastpass. Das heißt, damit darf man an allen Leuten vorbeigehen und darf sofort reingehen und spielen. Man muss nicht stundenlang anstehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Ben, hast du Bock, die Leute glücklich zu machen? Der Mafuyu macht heute Leute glücklich und das geht folgendermaßen. Ich muss ein bisschen lauter reden, weil es ist unfassbar laut hier. Also, wir werden jetzt an den Stand gehen und die Leute müssen für uns was machen. Zum Beispiel einmal eine Cantina-Musik nachsingen. Und wer das ohne Probleme hinkriegt, kriegt auf jeden Fall eine Karte. Da würde ich einfach mal sagen, los geht's! Wir sind jetzt am Star Wars Stand und haben einmal den Basti und den Marvin. Ja? Wie alt seid ihr? Fast 40. Und riesen Star Wars Fan. Auf jeden Fall. Und wie alt bist du? 16. Okay, und ihr steht jetzt 40 Minuten ungefähr hier. Ja? 40 Minuten, Leute. Und wir haben ja die Fastpässe. Okay. Pass auf, euch machen wir das einfach. Ja, alle Star Wars Filme mit ihrem richtigen Titel. Also Star Wars Episode 1. Ne. Rückkehr der Jedi. Nein! Angriff der Klonkrieger. Komm, eine Chance gebe ich dir noch. Okay. Star Wars Episode 3. Rückkehr der Jedi. Das Star Wars Episode 6. Ja. Jetzt kann ich euch leider den Fastpass nicht geben, Jungs. Es tut mir leid. Oh, Mann. Okay. Aber gesungen hätten wir. Oh, für den Pass. Es tut mir leid. Wollt ihr lieber singen? Also, ihr kennt ja die Cantina-Musik, ne? Kennt ihr ja alle. Aha. Kennt ihr die? Ja. Okay, fangen wir an damit. Okay, es reicht, meine Ohren bluten. Also, da würde ich mal sagen, 1 und 2. Das heißt, ihr könnt jetzt aus der Schlange rausgehen und könnt sofort zocken gehen. Ich habe aber keine Ahnung, wo ihr dafür hingehen müsst. Okay, alles klar. Aber einfach zeigen und ihr könnt durchgehen. Okay, ja, Basti und Marvin haben es schon geschafft, dann tun wir natürlich auch ein paar andere Leute, ne? Okay, wir sind jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten gegangen, wo natürlich noch mehr Leute sind, die noch länger waren. Wie heißt du? Jonas. Basti, Jonas und? Severin, okay. Also, pass auf, woher kommt ihr? München. München? Alle aus München. Oh, sogar weit hergekommen. Also, wir haben hier 3 Fastpässe nur übrig, ja? Ich stelle euch jetzt die erste Frage. Wir müssen einer von 3 Fragen aus Star Wars Battlefront richtig beantworten. Die erste Frage ist, wie heißt im Singleplayer, ja, von Star Wars Battlefront 2 die neue Spezialeinheit? Okay. Jungens! Ich weiß, wie sie aussehen. Ja, wie sehen die aus? Das sind die Schwarzen, wo die Frau mitspielt, die mit den... Heißen okay. Die? Ja. Was? Heißen die? Nee, ich weiß es nicht. Okay. Mist. Wir haben 3 Versuche. Versuch Nummer 2. Okay. So, nächster Versuch. Nächste Frage. Wie heißt die Hauptprotagonistin im Singleplayer-Modus von Star Wars Battlefront 2? Wie heißt die Frau? Jungs! Enttäuscht mich nicht, die Karte da! Ja! Enttäuscht uns gerade selber. Was denn los? Ihr müsst den falschen Stand ausgesucht haben. Wir sind Multiplayer! Okay. Dann machen wir noch eine Multiplayer-Frage. Nenn mir einer von... Ja, das ist zu einfach. Okay, doch. Wir nehmen die einfach. Nenn mir ein Raumschiff der Helden, ja, aus dem Multiplayer-Modus, den ihr auf der Seite des Imperiums fliegen könnt. Slave One ist richtig. Ja, du bist... Severin hat sie rausgeholt. Das heißt, nur 1. Das war aber auch eine einfache Frage, Jungs. Also, ja, das war... Ja! Das ist der dritte Tag Gamescom. Wir sind fertig. Okay. Wir sind schon aus München hergekommen, um Star Wars Battlefront 2 spielen zu können. Ihr könnt jetzt in die Fastlane gehen und könnt direkt zocken, Jungs. Danke. Super, ihr seid geil. Profis. Grüße nach München und ihr dürft jetzt auch noch irgendjemanden grüßen. Sag mal irgendwas auf Bayerisch, komm. Ja, servus da drüben und wir grüßen hier von der Gamescom und euch noch einen schönen Tag. So Leute, das war das Video zu Star Wars Battlefront 2. Wir haben Träume wahr gemacht. Der Sturmtruppler ist auch glücklich, ne? Absolut. Also das Imperium ist ja immer glücklich. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir sind die Größen. Oh, was? Wir sind die Größen. Okay.